Map. Rüdi! Wie geht's? Soweit gut. Info für dich. Ich bin live gerade. Okay. Falls es dich stört. So, Minecraft Let's Play. Hast aber gute Laune heute. Was los? Oh, ich habe gerade Milchglasfolie an meiner Küche angebracht, also kann ich jetzt den Iro machen. Das ist cool. Den kannst du theoretisch auch machen, ohne Milchglasfolie anzubringen. Ja, ich weiß, aber wenn ich da die Folie angebracht habe, dann habe ich damit überhaupt keinen Stress Na mehr. gut. Ja, ich brauchte gerade 15 Minuten, um die blöde Antistatikfolie hinten abzufummeln. So, jetzt werde ich noch eine Waschmaschine packen. Dann pack du. So, ich habe mir nämlich ein paar neue Handtücher gekauft und die sind ja üblicherweise imprägniert. Und was spielst du? Minecraft, auf meinem Let's Play Server. Ah, das heißt, du machst deinen Let's Play Stream. Ja. Okay. So, Kürbisse hatten wir schon mal genug. Fehlt Erde. Ein weiter dahin. Das war ja wieder eine Nacht, die letzte. Bäh.
an sich. Boah, ich bin irgendwann, ich glaube, das war um 4 oder 5, bin ich aufgewacht. Da lag ich in so einer richtigen Pfütze auf meinem Kissen. Das war durch. Ich habe bei mir die Balkontür offen gelassen, als es dann abgekühlt hat. Und ja. Habe dann für eine Stunde den Ventilator auf volle Möhre gestellt. Der hat so eine Einschlaffunktion. Nach einer Stunde geht er dann aus. Und habe mir dann die 21 Grad kalte Luft in die Wohnung reingeblasen. Es ist zwar nicht so, dass meine Wohnung dann unter 24 gekommen wäre, aber immerhin ein bisschen was hat's gebracht. Ja, nur bei mir ist die Luft draußen nicht unter 28 abgekühlt. Ja, gut, ich habe halt hier zwischendrin immer Grünstücke. Ja. Vorne und hinten. Und das macht sich, denke ich mal, schon erheblich bemerkbar. Ja, klar. Ich habe hier so richtig so diese Wärmegasse. Ja. Das falsche Kabel. Ich muss mal gerade Kabel suchen, um mein Handy an. Ah, da ist eins. Da hängt sogar das Ladegerät dran, meine Güte. Habe ich dann erstmal mein Kissen aus dem Bett geworfen? Okay. Mir ein neues gesucht? Ja. Ja, gut. Das ist. Hast du mehr als eins? Ja, zwar kein Seitenschläferkissen, aber normale halt habe ich jede Menge. Weißt du, was auch total praktisch sein kann? Was? Wenn du das Kissen vom Einschlafen in den Kühlschrank legst. Das ist eine sehr gute Idee. Das probiere ich heute Abend mal. Oder ein Wasser mit Eiswürfeln im Bett schon noch trinkst, dann schläfst du wenigstens, dass dir einigermaßen kalt ist, schläfst du ein. So mache ich das. Ich bekomme vermutlich morgen mein Päckchen. Yay. Schon wieder. Na guck mal, Hugo, da hätten wir Nautilus-Schalen herbekommen. Der Server hängt heute aber gut nach. Zeig mal. Nö, eigentlich nicht. Für zwei Spieler geht das. Bin ab, morgen Mittag, was auch immer. Hallo Icebreaker. Ich habe ja lange nicht mehr gesehen. Ja, ich war auch beschäftigter Mann. Ja, ich merk's. Oh, gerade so gut soweit, warm und schwitzig, aber gut. Ja. Sag mal, ich hab mal eine Frage, ne? Ja, Frage. Du hast damals die Welt repariert. Mit was hast du das gemacht? Die Welt repariert.
Du meinst hier ja. meine Let's Play-Welt. Ja, genau. Also die auf dem Server ist, die hat ja irgendwie Chunkfehler oder so. Nein, die auf dem Server hatte keine Fehler. Es waren ein paar Chunks kaputt an einigen Stellen, aber die haben sich von allein behoben. Weil ich habe eine Welt auf einem privaten Server, wo ich mit Kollegen spiele. Zum Glück hatte ich noch ein Backup davon. Die habe ich, nachdem ich das End einmal resettet hat er es nicht mehr hingekriegt, die Chunks zu speichern. Und jetzt ist die Frage, kann man das reparieren? Oder muss ich ein Backup ziehen? Der kriegt das nicht hin, die Chunks auf deinem Server zu speichern. Genau, der... steht da Fail to Save Chunk -26.2, also sprich die Chunk-Koordinaten. Das klingt für mich eher, als würde dem Server die Berechtigung fehlen, in den Ordner zu schreiben. Okay. Klingt für mich so, also das klingt jetzt nicht nach einem typischen Minecraft-Problem. Sondern eher nach einer Serverberechtigungsfrage. Oh. Was ist denn hier passiert? Meine VM hat Windows-Updates. Ganz gute Idee. Und sonst so, ist euch auch so warm? Überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Haut da rein. Ja, was für Fragen stellst du bitte? Boah, bist du laut. Ich? Nee, Hugo. Achso. Hugo, dir kann auch nicht warm sein. Du hast keine Möglichkeit, irgendwo Wärme an deinem Körper zu speichern. Doch. Wo? Unterm kleinen C oder was? Da, wo noch keine drei Haare gewachsen sind. Der hat kein Gramm Fett auf seinem Körper. Okay. Oh. Ihr Gerät wird... Nein! Wie? Windows-Update. Ja, ja. Ich will jetzt aber nicht meinen Server neu starten. Weil ich weiß, dass die VM dann einfach nicht anspringt. Muss ich Basti schreiben. Ob das geht. So, die Fläche ist soweit vorbereitet. Können wir drauf bauen. Na gut. Weiß, ich brauch die Server-IP nochmal. Wie war die Server-IP nochmal? Musst du mal Minecraft neu installieren. Kartex. Die steht. Kartex. Warte, ich schreib's dir. Ich möchte das nicht unbedingt jetzt im Let's Play auf YouTube dann in jedem Video haben. Ach so. Ah. Stimmt. Ach, du bist gerade. Ja. Hallo YouTube. Deine Nachricht konnte nicht zugestellt werden, da du mit dem Empfänger keinen Server teilst oder Direktnachrichten auf eurem Server deaktiviert sind. Habt ihr eine Freundschaftsanfrage geschickt? Ah, super. Freunde. Ausstehend hinzufügen. So, dann probieren wir es nochmal. Bitte sehr. Danke dir. Autsch. Ach, ihr seid schon auf der 1.16.2, okay. Dann einmal Spiel beenden. Launcher.